ready to take it higher. Real nigga coming out your amplifier. Y'all want every black man to be rich and pride. Why these weapons fuck up and turn into shy, huh? Cell phone became your brother. Internet replaced your mother. You leaving homies on red. It's no wonder all your friends dead. Hey Leute, was geht? Wir haben heute Nikolaus, wie ihr seht. Also in dem Sinne, fröhlichen Nikolaus. Wir haben jetzt Off-Season, das heißt, ich weiß jetzt auch gar nicht in der Regel, was ich jetzt machen soll. Die Bikeparks haben geschlossen. Ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit Videos von Wiesbaden zeigen, weil das wird dann auch irgendwann langweilig. Zumal sind mir heute die Kumpels abgesprungen, leider bin ich jetzt auch alleine. Da hatte ich drüber nachgedacht. Es gibt eine App auf dem Handy, die nennt sich Trailforks. Da sieht man in der Umgebung die ganzen Trails, die jetzt inoffiziell sind, die dann schon von ein paar Dudes gemacht wurden, aber nicht wirklich als Bikepark gelten. Und ich finde, dass die App einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und da ich sonst nicht weiß, was ich aufnehmen soll und aus dem Gebiet komme, wie man sieht, wo auf jeden Fall ein paar Berge sind, eignet sich das hier perfekt. Ja, dann stelle ich euch die App mal vor. So, wie schon gesagt, kommen wir jetzt zur App. So sieht die aus, Trailforks. Wird geöffnet. Und dann seht ihr schon, der blaue Punkt, der bin ich. Da halte ich mich gerade auf. Und dann gibt es hier oben, gibt es eine Liederstrecke, die nennt sich Rodenfels Uphill. Das ist der Berg neben meinem Häuschen. Also ganz praktisch. Genau, also ihr habt den Berg schon gesehen, das ist im ersten Video, als ich in Kreuznach ein bisschen durch die Stadt gefahren bin, werde ich auch erstmal einen Clip reinblenden. Ja, da fahren wir gleich hoch, also wir treffen uns dann jetzt am Uphill Trail, ja genau, so war das. Und dann sieht man hier jetzt noch ein paar Infos. Hier Abfahrt ist 0 Meter, also ist klar, Uphill geht ja hoch. Aufstieg sind 146 Meter auf eine Strecke von 1,5 Kilometer. Ja, mit dem Biobike. Gar kein Bock. So, wir sind angekommen. Hier geht's hoch. In der App kann man es auch nochmal sehen. So, wo sind wir denn jetzt? Genau, es hat jetzt aktualisiert. Wir sind jetzt hier oben. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, weil es ist echt wirklich unscharf. So, wir fahren dann jetzt hier hoch. Hi, 20 Minuten später, komplett durchnässt, einmal Schweiß und einmal regnet's. Ja, das ist die Aussicht. Es lohnt sich auf jeden Fall hier hochzufahren. Bleibt dennoch eine richtig, richtig anstrengende Auffahrt. Aber wenn das Wetter ein bisschen besser wäre, würde es sich noch mehr lohnen, weil da wird man noch mehr sehen. Aber ihr seht schon, was das jetzt für Höhenmeter waren. Also ich war auf der Höhe von der Straße hier unten. Und ja, das jetzt in 20 Minuten hochfahren, das ja, war schon gut. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal kurz Pause machen, was trinken und dann gucken wir uns den nächsten Trail an, den wir dann fahren. Dann, wenn wir den gefahren sind, gucken wir uns den nächsten an, fahren hoch und fahren den nächsten wieder. Also bis gleich.
würde sagen, das nächste ist hier die Regelnatter. Ja, ab geht's. So, hier ist wohl der Einstieg. Ich bin noch nie hier runtergefahren, also mal gucken, was so passiert. Ah, viele Steilkurven. Oh je, verdiene den Namen Ringelnatter. Nee. Danke. nee, das bringt mir nichts. Das macht mir keinen Spaß. Und wieder hoch. Nee. Der Rundfels-Tunnel-Trail. Da sieht man jetzt hier 2,1 Kilometer, 4 von 5 Sterne. Sogar eine Beliebtheit von 75 von 100. Genau, das ist ein Downhill-All-Mountain-Trail. Mal gucken, was es so ergibt. Am Startpunkt zurück, habe ich mich dazu entschieden, dass wir es doch bei der ersten Abfahrt belassen sollten, da es ein sehr, sehr steiniges und wurzelhaftes Gelände ist. Heute ist kein schönes Wetter, heute ist Nikolaus, ich will noch was mit der Familie verbringen und bevor ich mich da jetzt ablege und der Rest des Tages im Krankenhaus liegen darf, lassen wir das mal lieber. Das Fahrrad, das hat schon einiges jetzt abbekommen. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich habe ja erst angefangen mit YouTube, also wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, genauso, auch einen Kommentar da lassen. Und das nehme ich mir dann zu Herzen und versuche es dann umzusetzen. In dem Sinn, einen schönen Nikolaustag.